Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen wieder hier aus dem Theatercafé des kleinen Theater H. Ja, vorweg haben Sie jetzt ein paar Bilder gesehen und ich möchte da vielleicht kurz was zu sagen. Es handelt sich dabei um die Kampagne des Verbandes der Münchner Kulturveranstalter Ohne uns ist still. Ja, ohne uns ist es still. Wir versuchen ja hier aus H immer ein bisschen zumindest für Geräusch zu sorgen. Aber dennoch haben wir natürlich alle die Befürchtung gehabt, dass es der Kultur im Moment nicht so richtig wahnsinnig gut geht. Und der Verband der Münchner Kulturveranstalter hat mit dieser Kampagne Ohne uns ist still eben genau auf diesen Zustand hinweisen wollen. Und ich durfte mich jetzt beim letzten Mal daran beteiligen. Ja. Für uns heißt der Dienstag immer ein Treffen mit Freunden. Wir sind jetzt noch nicht so lange dabei, aber ich freue mich, dass heute hier im Theatercafé Desiree von Bohlen und Halbach ist. Herzlich willkommen, Desiree. Schön, dass du da bist. Matthias. Schön, dass ich da sein darf. Wir werden ja heute verschiedene Themen streifen und natürlich geht es auch bei uns zum Anfang einmal um das Thema Pandemie. Wie sehr fehlen dir denn im Moment Kunst, Kultur und auch die Begegnung mit Menschen und Freunden? Private Freunde, dienstliche Freunde? Ja, also die Pandemie hat schon ganz schöne Kerben reingeschlagen. Also mir fehlt das schon sehr. Also ich bin natürlich auch sehr geprägt über Kunst und Kultur, allein durch meinen Vater, Museumsgänge, Musik zu genießen, in die Oper zu gehen, Konzerte zu besuchen. Also das alles ist ja im Moment weggefallen. Aber ich habe so eine ganz gute... ich kann mich ganz gut auf Situationen einstellen und ich gucke selten dahin, wo es mangelt, sondern ich gucke einfach dahin, was ist Gutes jetzt gerade da, und ich schaue nicht so auf das Negative, sondern versuche einfach das Positive aus jeder Situation rauszuziehen. Und die Pandemie hat für mich durchaus Positives bewirkt. Wir beide würden hier gar nicht sitzen, wenn es keine Pandemie gegeben hätte, das muss man ja auch mal sagen. Richtig. Ja? Wie hast du denn aktiv dieser Situation, die wir jetzt da seit über einem Jahr haben, getrotzt? Welche Perspektiven haben sich dann trotzdem mal konkret auch ergeben, tatsächlich? Also so Chaos oder Verwirrung sorgt ja erstmal für Stutzen, aufmerksam werden, aber auch Kreativität schließt sich dem an. Und über meinen Verein sind wir sehr kreativ geworden in der Pandemie. Wir mussten es, weil wir hatten gar keine Chance, sonst säßen wir, glaube ich, nicht mehr hier, sonst wären wir wahrscheinlich untergegangen. Also die ganzen Präsenzen, unsere Coachings, die wir anbieten, konnten erstmal nicht stattfinden, Schulungen konnten nicht stattfinden in Präsenz. Also wir waren schon, wir mussten schauen, wie überleben wir und welche Möglichkeiten gibt es da? Der digitale Raum ist ja etwas, was wir auch als durchaus positiv erlebt haben, glaube ich. Zuerst habe ich gesagt, das geht gar nicht. Also ich kann sowas nicht digital anbieten und Online-Schulungen geht auch nicht und digitale Konzerte. Ich habe mir gedacht, was ist das denn für ein Blödsinn? Geht auch nicht. Aber man gewöhnt sich dran und verändert sich und bewegt sich. Und das finde ich so spannend. Dinge, die man vorher vielleicht kategorisch abgelehnt hat, sind auf einmal doch akzeptiert und machbar und bieten ja auch neue Chancen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch manches, was aus der Not geboren ist, stellt sich dann nachher aber doch als etwas raus. Einen absoluten Zugewinn. Du hast jetzt gerade eben schon dein Verein angesprochen. Wir feiern am Samstag Geburtstag, habe ich gesehen. Ihr habt euch am 15.05.2017 gegründet. Eigentlich einen Monat später, aber macht nichts. Echt? Ja, 15.06. war es. Ah, alles klar. Ja, dann feiern aber wir halt feiern nächsten wir trotzdem. Monat nochmal. Also feiern muss ja im Moment die Feste feiern, wie sie fallen. Also trotzdem, es sind 4 Jahre, die es jetzt Desideria Care gibt. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über den Namen an sich gesprochen. Da ist natürlich zum einen ein Anklang an deinen Namen da. Was mir aber bei der Recherche aufgefallen ist, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, war, dass die erste Bernadotte-Königin auf dem schwedischen Thron ihren Namen von Desiree auf Desideria verändert hat in dem Moment. Gell? Also es war so 1816 oder 1818. Genau. Sowas, ja? Und ehrlich gesagt, als ich deine Fragen mir so ein bisschen angeschaut habe, hast du mich auf etwas gestoßen, was ich selber so gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich dachte immer, sie wäre unter dem Namen Desiree auf den Thron gekommen und nicht unter Desideria. Also diese Verbindung finde ich im Nachhinein sehr lustig, weil eigentlich hatte der Name, den ich jetzt meinem Verein gegeben habe, nichts mit der damaligen Königin zu tun. Aber die Fügung hat es vielleicht so gewollt.
Vielleicht nochmal als Ergänzung für diejenigen, die das gerade nicht wissen, deine Mutter ist verwandt mit dem schwedischen Königshaus, um nicht zu sagen, sie ist die Schwester von dem jetzigen König. Genau, ja. Richtig. Ja. Also schon sehr eng verwandt. Sehr eng verwandt, ja. Ja. Diese Deria Care, was möchtet ihr machen? Was war eigentlich auch vielleicht so ein bisschen der Impuls, das zu machen, bevor wir vielleicht nachher noch auf die persönlichen Beweggründe kommen? Also die Vorgeschichte zu meinem Verein war so, dass ich 4 Jahre ehrenamtlich tätig war in einer Tagesstätte für demenziell erkrankte Menschen und die haben wir dort begleitet, über den Tag hinaus oder in den Tag hinein, haben mit denen gearbeitet, gekocht, alles, was man so mit Menschen mit Demenz eben machen kann. Und dabei ist mir aber sehr die Not der Angehörigen aufgefallen und sehr ans Herz gegangen. Ich habe gedacht, eigentlich müsste man dort was bewirken, den Menschen helfen, sie begleiten, sie unterstützen, sie entlasten auch. Und ich hatte während meiner Tätigkeit als ehrenamtliche Mitarbeiterin eine Ausbildung zum systemischen Coach und familientherapeutischen Beraterin gemacht und mich noch nebenher als Demenztrainerin ausbilden lassen, und zwar genau in der Stiftung meiner Tante, also der schwedischen Königin, die ja selbst betroffene Angehörige war. Ihre Mutter war an Demenz erkrankt und ist deswegen gestorben und ihr Bruder ist jetzt auch gestorben, ebenfalls an Demenz erkrankt. Also da ist in der Familie diese Erkrankung sehr virulent und meine Tante hat gemerkt, das ist eine wahnsinnige Überforderung für die Menschen, die versuchen, die Familie da auch zusammenzuhalten und diese Pflegesituation in der Familie zu halten. Die TZ hat im letzten Herbst getitelt, die Prinzessin mit dem großen Herzen. Und wir haben ja sowohl gestern als auch heute schon darüber gesprochen, erstmal um diesen, wie geht man oben mit dem Titel einer Prinzessin, wenn man geboren wird. Ne? Das ist ja so der Wunsch eines jeden kleinen Mädchens. Du hast das, glaube ich, ein bisschen anders erlebt, oder? Ja, der Wunsch, Prinzessin zu sein, war bei mir wirklich nicht in die Wiege gelegt worden. Und ich habe mich also wirklich auch dagegen gewehrt. Und ich bin auch nicht so prinzessinmäßig aufgetreten, so mit Kleidchen und so. Heute, dass ich in einem Kleid da sitze, ist auch was Neueres. Nein, ich war eigentlich immer wie so ein Junge unterwegs. Und es konnte eigentlich nicht wild genug hergehen. Und ich wollte dieses Mädchen und Prinzessin, das war mir alles irgendwie, war mir einfach fremd von meinem ganzen Charakter her. Und der Titel hat natürlich nicht nur Positives. Also wenn man in der Schule dann gefragt hat, warum kommst du nicht mit einer Kutsche oder wo ist denn die Krone und wo sind denn deine Diener? Und wir sind ganz normal aufgewachsen in einem normalen Haus in Grünwald ohne livrierte Diener und so weiter. Also relativ normal. Ja, das ist ja, Gott sei Dank. Das nimmt an ja jegliche Illusion jetzt. Ja, schade, gell? Weil ja, endlich sitze ich hier mal mit einer Prinzessin und schon die Wucht da. Und dann will die keine sein. Und dann will die keine sein, ja. Und trotzdem ist ja, gibt es ja auch diesen Ausspruch, Adel verpflichtet so ein Stück weit, gell? Trägt so ein Satz auch so ein bisschen zu so einem Selbstverständnis bei, der Gesellschaft etwas geben zu wollen? Ich glaube schon. Also irgendwie hat mich das schon, glaube ich, geprägt. Und wir sind auf der Sonnenseite geboren worden und da war so einfach die Idee, ich will was zurückgeben in die Gesellschaft und will mich für irgendetwas einsetzen, für Familien, Menschen, denen es einfach nicht gut geht oder nicht so gut geht wie uns. Und ausschlaggebender Punkt war eigentlich, dass du gesehen hast, okay, um Menschen mit Demenz, die selbst erkranken, da gibt es eigentlich ein ganz gutes Netzwerk vielleicht schon. Und für Familien, da hast du das Gefühl gehabt, da ist so ein Gap. Ja, ich habe gedacht, da fehlt noch was, da ist so eine Lücke. Also zumindest so, wie wir das Konzept aufbauen mit einem Coaching. Also Coaching hat man eigentlich immer im Unternehmensbereich. Ja. Versteht man das mittlerweile, was das ist? Und es ist auch keine Schande, wenn man in ein Coaching geschickt wird, sondern eigentlich eher, es ist eine Auszeichnung, du darfst in ein Coaching gehen, weil ich denke, ich glaube an deine Fähigkeiten, ich glaube an deine Ressourcen, so ist es gesehen und so möchten wir das eigentlich auch verstanden wissen, aber im sozialen Bereich. Also ich bin eigentlich schlau, wenn ich mir ein Coaching hole und es ist nicht eine Schande zuzugeben, ich muss mir quasi helfen lassen, weil ich es alleine nicht schaffe. Jetzt ist die Generation meiner Eltern, die sind einfach gewohnt, die Zähne zusammenzubeißen und zu sagen, ich schaffe das alleine, da brauche ich jetzt keine Hilfe. Und diesen Ansatz oder diesen Blickwinkel zu verändern, das ist harte Arbeit, stelle ich fest. Und also meine Generation ist da sehr viel offener damit. Also darf man sich in der Generation nach der Kriegsgeneration sozusagen, darf man sich da Schwäche leisten? Ist das gesellschaftlich nicht mehr so verpönt?
Also ich bin eher so aufgewachsen, so man macht das nicht. Das macht man mit sich selber aus. Also man geht nirgendwo hin und outet sich so und lässt sich helfen. Das war eigentlich ein No-Go. Hier auch schon zusammengesessen mit Professor Peter Brieger hier aus unserem Krankenhaus hier in Haar. Und da hat man auch so gesagt, ja, die Depression ist sozusagen schon gesellschaftlich anerkannt, sozusagen. Mhm. Das darf man sein. Und Burnout noch allemal, das ist die Depression des Fleißigen. Ist das denn bei Demenz oder bei einer demenziellen Erkrankung noch anders? Ist das Schwäche? Ist das womöglich Malus? Also ich glaube, das sind wir noch lange nicht. Weil es ist immer noch stigmatisiert, die Leute schämen sich, weil die Erkrankung sieht man einem nicht an. Mhm. Und wenn dann ein Mensch mit Demenz irgendwo in der Öffentlichkeit sich daneben benimmt, vielleicht auch in einem Konzertsaal, dann ist das mit Fremdschämen geht das einher. Und, und die Menschen gehen deshalb auch nicht mehr so gerne mit ihren Erkrankten irgendwo hin, wo sie sich der Öffentlichkeit präsentieren. Mhm. Und eventuell zeigen, da stimmt was nicht. Und deswegen habe ich ja auch mein zweites Herzensprojekt ins Leben gerufen. Und so sind wir ja auch zusammengekommen mit Musik im Kopf, um kulturelle Teilhabe ermöglichen zu können für diese Familien, dass sie einfach wieder irgendwo hingehen können und sagen, es ist egal, wir lieben es, andersartig sein zu dürfen. Und das möchten wir bestärken und unterstützen, dass die Menschen einfach sagen, ich habe Spaß an der Kultur und muss mich nicht schämen, wenn mein erkrankter Partner jetzt sich irgendwie vielleicht mal daneben benimmt oder auf die Bühne marschiert oder zwischendurch klatscht, aufsteht, rausgeht oder irgendetwas dergleichen macht. Wenn man jetzt vom Arzt kommt, keine Ahnung, vom Neurologen, und der hat nun gerade meinem Ehepartner oder vielleicht meiner Mutter, je nachdem, in welchem Setting man da unterwegs ist, gesagt, pass mal auf, du hast hier ein Problem, da gibt es eine demenzielle Erkrankung. Was macht das mit den Familien in dem Moment, deiner Erfahrung nach? Ich glaube, das ist mit ganz viel Angst behaftet, dieses Thema, weil Demenz ist eine Palliativerkrankung. Und das sagen wir auch unseren Klienten immer. Es ist eine Erkrankung, die zum Tod führt, und es gibt leider im Moment noch keine medizinischen Mittel, die das verhindern oder aufhalten oder ja irgendwie helfen können. Und klar macht dann so eine Erkrankung Angst, und es ist so ein Hirngespinst, auch was passiert in einer Demenz. Keiner weiß es so genau, also auch die Informationen sind zum Teil nicht so in die Gesellschaft reingetragen worden. Was ist eine Demenz, welche Auswirkungen hat die? Und deswegen ist es mit großer Angst erfüllt, erstmal. Und welche Art von Hilfestellung, du hast das gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, welche Art von Hilfestellung kann Desideria Care dann an dieser Stelle bieten? Also wie wir vorgehen, ist einfach, wir machen dann so eine Situationsanalyse, wir setzen uns mit der Familie hin, da können auch alle kommen, und dann wird einfach mal über die Situation gesprochen und was es da für Themen gibt, wo brennt's, wo ist wirklich so eine Not, und dann schaut man sich das an und überlegt, welche Schritte könnten uns helfen, mit der Situation besser klarzukommen. Also Coaching heißt ja nicht, wir beraten, also das heißt nicht, wir kommen von oben und sagen, wir wissen es besser, wie ihr in der Familie zu agieren habt, sondern wir arbeiten mit unseren Klienten, mit den Familien an gemeinsamen Wegen, wie es für die Familie stimmig ist. Weil das, was ich für richtig empfinde, muss ja für die Familie gar nicht passen. Also das ist schon eine Arbeit, wo die Familie mit an Bord sein muss, um das bestmöglichst eigentlich da rauszubekommen aus dem Coaching. Wie ist da Familie definiert? Sind es in der Regel Menschen, die zu euch kommen, sind es eher die Ehepartner? Sind es auch die Kinder mit dabei? Oder ist das ganz unterschiedlich? Es ist total unterschiedlich. Also wir sind offen für alles. Wir haben sämtliche Kombinationen. Ich hatte neulich mal eine Familie, da waren drei Töchter mit ihrer Mutter da, weil der Vater erkrankt war und alle sich irgendwie gesorgt haben. Und es hat geknirscht im Gebälk in dieser Familie. Dann hatte ich Vater oder Partner mit Frau oder je nachdem. Also ich habe viele Partner, die zu mir kommen, also, und die sind natürlich meistens etwas älter. Und da ist das Verständnis für Coaching etwas schwieriger rüberzubringen. Und manche kriegen es einfach auch nicht hin, weil sie das nicht gewöhnt sind. Ich hatte mal eine Klientin, die war, ich habe dann gesagt, ja, was wünschen Sie sich denn? Sie ganz speziell. Und dann guckte sie mich an und sagte, das hat mich noch nie jemand gefragt, was ich mir wünsche. Also so. Die sind das einfach auch nicht gewöhnt. Diese Generation, wie vorhin schon erwähnt, durchbeißen, durchbeißen, durchbeißen und auch Hilfe annehmen, ist ja auch schon mal, da geht es schon mal los.
Also bis Klienten bei uns anlanden, muss schon ganz viel im Vorfeld passiert sein. Man muss irgendwie so ein reflektierter Mensch sein, sagen, da gibt es ein Thema und ich suche mir Hilfe, weil ich es alleine nicht schaffe. Das sind schon vier so Punkte, die man schon hinter sich gelassen haben muss, um überhaupt sich in ein Coaching zu begeben. Sind es denn, nochmal nachgefragt, Familien, die schon lange mit dieser Erkrankung umgehen, oder gibt es auch welche, die also von vornherein proaktiv sind und kommen und sagen, ich glaube, ihr könnt uns jetzt hier auf dem Weg begleiten? Zweiteres leider selten. Das wäre unser Wunschkonzert, wenn wir das äußern dürften, dass die Menschen also präventiv, wenn sie sagen, ich merke, da stimmt irgendwas nicht, dass sie sich Hilfe holen, damit es gar nicht in so eine große Überlastung und Überforderungssituation geraten. Zu uns kommen meistens Menschen, wo es schon schwierig ist. Also die schon so merken, wow, jetzt brauche ich irgendwie Unterstützung. Es gab, was mir einfällt, es gab einmal diesen Film von Till und mit Till Schweiger, Unig im Kopf, mit einem gnadenlos guten Didi Hallervorden, wie ich finde. Hat sowas geholfen? Trifft es die Situation oder war das eigentlich eher kontraproduktiv, weil das die ganze Sache eher sehr lustig war? Ich weiß gar nicht jetzt, wann der Film genau gelaufen ist. Ich glaube, es war noch bevor ich meinen Verein gegründet habe. Ich habe ihn zwar, oder es war so relativ gleich, parallel. Ich habe den Film mir angeschaut. Ich war so ein bisschen, nicht enttäuscht, weil es so ein bisschen so diese Enkelin, die da mit dem Großvater dann diese große Reise macht, fand ich so ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen. Ich kann mir das nicht so vorstellen. Aber was er geschafft hat, dass viele Menschen, ich glaube, es waren 8 Millionen Zuschauer, wenn ich mich nicht irre, dass die den Film gesehen haben und sich auch, sagen wir mal, dadurch ein bisschen zu diesem Thema hinleiten haben lassen. Es gab viel bessere Filme noch. Einer wurde Oscar prämiert, Still Alice. Der war fantastisch. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Also da war es aber sehr viel ernsthafter, das Thema dargestellt. Also Honig im Kopf war so ein bisschen, es war leicht dargestellt. Und ganz so leicht ist es dann vermutlich. Zwar wollen wir auch Leichtigkeit reinbringen, weil nur auf das Schwere zu gucken, macht auch keinen Sinn. Gibt es dann auch so Erfahrungen, wie das dann auch der Erkrankte an sich empfindet, wie er mit seiner Familie umgeht? Oder ist dann irgendwann die Reflexionskraft so weg, dass es da eigentlich gar keine Rückkopplung mehr so wirklich gibt? Also es gibt Studien, die sich auch um die Erkrankten bemüht haben und gefragt haben in verschiedenen Stadien, wie es ihnen denn mit der Erkrankung selber geht. Mhm. Und es gibt ja auch Bücher mittlerweile von Erkrankten, die, solange sie noch fähig waren, auch das aufgeschrieben haben, wie sie sich fühlen. Und also wenn man das liest, macht das einen schon sehr betroffen, weil es verschwindet eigentlich dein Ich. Mhm. Also so deine eigene Identität geht peu à peu verloren und du kannst es nicht aufhalten oder nur sehr schwer. Und ich glaube, es ist nichts Schlimmeres als Mensch, wenn man nicht mehr weiß, wer man ist. Mhm. Und wenn man in den Spiegel reinschaut und man sich selber nicht mehr erkennt oder seinen Partner nicht mehr erkennt, Partnerin. Also ich glaube, das ist schon eine große Not oder auch sich nicht mehr ausdrücken kann, wie man möchte. Das ist ein Trauerprozess auch, glaube ich, von beiden Seiten. Einmal von dem, der zuschauen muss als Angehöriger und auf der anderen Seite der Erkrankte, der es an eigenem Leib spürt, es verändert sich alles. Und wir Menschen wir tendieren ja sehr dazu, uns über das Kognitive zu identifizieren. Mhm. Und wenn das nicht mehr funktioniert, was bleibt einem dann noch? Und wie ist das Thema mit Aggression, von dem man ja auch mal wieder hört, wo plötzlich auch körperliche Übergriffe stattfinden, passieren, glaube ich. Ne? Passieren leider, aber von beiden Seiten auch. Also Angehörige, die völlig überfordert sind und sich nicht mehr zu helfen wissen, werden manchmal auch handgreiflich, aber auch Erkrankte, die in die Not geraten und sich verbal nicht mehr äußern können. Ja, was macht man dann? Irgendwie muss es raus. Ja. Viele schreien oder laufen weg oder haben so andere Ticks, wie so Nesteln oder Klopfen. Das ist oft so ein Zeichen, die wollen etwas äußern oder es tut ihnen etwas weh. Sie haben irgendeine Not, die sie nicht mehr äußern können. Und dann kommt das ungefiltert vielleicht durch auch so eine Attacke raus. Welche Projekte habt ihr konkret, ihr habt dem ja auch Namen gegeben, ne? Es gibt ja so verschiedene Dächer, die ihr, glaube ich, geschaffen habt. Auch. Also ganz oben drüber steht Desideria Care, der Verein, und unten drunter sind Wie Musik im Kopf, unser erstes Projekt eigentlich, was ja leider durch Corona so ein bisschen so eine
Vollbremsung hinlegen musste. Wir waren nämlich ganz gut dabei. Mhm. Unsere ersten drei Konzerte waren sehr erfolgreich gelaufen und wir hatten, glaube ich, 6 Konzerte geplant in dem Jahr und das ging halt dann nicht mehr. Aber dank dir, aber das erzählen wir dann später. Gleich mal gucken, ja. Genau. Dann haben wir natürlich dieses Coaching, was wir machen. Da orientieren wir uns jetzt auch langsam Richtung Unternehmen, weil wir auch sagen, in Unternehmen gibt es auch Mitarbeitende, die sich in einer Pflegesituation zu Hause befinden. Und was macht das mit einem Mitarbeitenden, der Sorge hat, was passiert zu Hause, wenn ich in der Arbeit bin oder auch gestört wird und so weiter. Also das ist unser nächster Schritt, den wir machen. Dann haben wir einen sehr schönen Podcast, Leben, Lieben, Pflegen heißt der, den macht meine Kollegin, selbst Angehörige mit einer Mutter mit Alzheimer-Erkrankung, mit einer Bloggerin, die auch eine Mutter hat, die an Alzheimer sehr früh erkrankt ist, glaube ich mit Anfang 50. Mhm. Und die zwei tauschen sich als Betroffene aus und versuchen somit Hilfestellungen zu geben für Menschen, die das anhören und ihnen einfach verschiedene Themen näher bringen. Das wird sehr gut angenommen mittlerweile. Dann haben wir Schulungen nach Education Demenz, wo wir die ganzen Gruppen schulen. Ja, und so langsam bauen wir unser Netzwerk aus und auf. Genau, Netzwerk. Mhm. Es gibt ja viele, glaube ich, wirklich viele Hilfsangebote wirklich für die Betroffenen. Gibt es auch ähnliche Vereine, die die Dinge aufgreifen, wie du das jetzt mit Desideria Care machst? Also ich glaube, wir haben schon einen sehr speziellen Ansatz, besonders mit dem Coaching, weil wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, Coaching ist eher so im Unternehmenskontext bekannt und wir wollen das ja aber auch in die Familien bringen und da kennt man eigentlich eher Therapien. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir machen keine Therapie, weil die Menschen, die zu uns kommen sollen, sind ja eigentlich per se gesund. Sie sind in eine Situation unverschuldet reingeraten, die anstrengend ist und da wollen wir eigentlich so eine Begleitung geben, damit die, also eigentlich eine Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie wieder laufen. Wir wollen sie nicht abhängig machen von uns, sondern wir helfen punktuell und dann können die auch wieder laufen, weil eine Demenz hat ja auch so verschiedene Stadien. Da geht es mal gut, dann kommt wieder ein Knick, dann kann man sich vielleicht wieder mal Hilfe holen oder Tipps geben lassen und so wollen wir die einfach begleiten. Also, ja. Was ich noch gar nicht gefragt habe, eigentlich, aber interessiert mich direkt mal, wie ist denn sowas finanziert eigentlich? Wie kann man sowas finanzieren? Also die Desideria Care wird spendenfinanziert im Moment ausschließlich. Die Coachings müssen bezahlt werden. Wir hatten die anfangs auch kostenfrei angeboten. Dann wurde uns aber gespiegelt, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die zu uns kommen, sich das Coaching eigentlich auch leisten können. Mhm. Wir können nicht über Spenden Menschen finanzieren, die sie es leisten können. Das geht einfach nicht. Wir haben einen Fair-Coaching-Topf eingerichtet für Familien, die Probleme haben. Ja. Und die eine oder andere Familie ist auch schon auf uns zugekommen und die kriegen dann ihr Coaching von uns quasi über Spenden finanziert. Also die müssen keine Kosten zahlen. Und die anderen Projekte sind ja eigentlich so eher so, die werden die Gelder einbringen. Mhm. Also das heißt, wir müssen immer schauen, dass wir da eine Finanzierung auf die Beine stellen. Auch der Podcast, der wird im Moment noch ehrenamtlich gemacht und braucht sehr viel Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit. Also ein großes Engagement auch von den beiden, von der Peggy und von der Anja, die diesen Podcast auch aus so einer Herzensangelegenheit heraus machen. Ja, und sowas ist ja ein absoluter Gewinn, weil es natürlich auch, glaube ich, so das Gefühl denjenigen gibt, die da zuhören, dass es ja ähnlich Betroffene gibt. Ich glaube, dass keine Situation wirklich identisch ist. Ne? Nee. Das hängt ja wahrscheinlich schon davon ab, wie man wohnt, wie man lebt, ob der Partner womöglich in eine Einrichtung muss, ob es im tagklinischen Kontext passt, oder? Genau, richtig. Gibt es wahrscheinlich alle Formen. Also es gibt auch, alle Facetten, es gibt auch so viele Demenzerkrankungen, es gibt so viele Ausprägungen, wie es einfach Menschen gibt, es gibt so viele verschiedene Situationen. Es gibt natürlich schon Situationen, die sich ähneln, weil die Krankheitsbilder einfach so sind. Aber jede Familie hat so ihr eigenes Thema. Und wie war die Familie auch vor der Erkrankung miteinander? Wie waren die Partnerschaften vorher? Was hat sich verändert? Es werden neue Rollen angenommen werden müssen. Der eine verliert immer mehr Kompetenzen und der andere muss mehr Kompetenzen aufbauen. Also da herrscht oft ein wahnsinniges Ungleichgewicht. Ich erkläre das eigentlich immer so, dass so ein Familiensystem ist ja so ein in sich geschlossenes Ding. Und jede Familie versucht ja irgendwie in Einklang zu kommen. Und wenn man sich so ein Mobile vorstellt, da hängt man so mal so eine Familie hin und ein Mobile versucht ja auch immer, sich auszutarieren, wie eine Waage auch. Dann hängt man an einer Stelle eine Demenzerkrankung hin bei einem
Familienmitglied, dann gerät das, kann man sich ganz gut vorstellen, erstmal in ein völliges Ungleichgewicht. Und das versuchen wir auszugleichen mit unserer Arbeit, dass diese Familie wieder in ein Gleichgewicht kommt. So kann man sich das vielleicht auch ganz gut vorstellen. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, oder du hast es angesprochen, dass wir uns kennengelernt haben über das Projekt Musik im Kopf. Da geht es um kulturelle Teilhabe, da geht es aber auch darum, in dem Moment so sein zu können, wie man einfach ist. Insofern passt es ja gut in dieses Haus und deshalb habe ich mich eigentlich über diese Kontaktaufnahme so sehr gefreut, weil wir ja hier auch immer sagen, es soll ein Haus sein mit einem inklusiven Anspruch einfach und eben jedem offen stehen. Wir haben ja nun die Notwendigkeit gehabt, diese Veranstaltung auch in den digitalen Raum zu verlegen. Und im Grunde genommen waren wir ja von der Resonanz eigentlich sehr begeistert. Also für alle, die da draußen ruhig nochmal bei uns durch den YouTube-Kanal klicken, da ist nämlich Musik im Kopf. Ja, die Veranstaltung anschauen. Muss man wirklich, wirklich gesehen haben. Wie waren die Rückmeldungen bei euch so auf diese? Sehr, auf diese, sehr positiv. Ja. Auch von Einrichtungen. Ich habe mit dem Augustinum in Stuttgart auch telefoniert und die waren total begeistert. Und ich glaube, da haben wir einen kleinen Meilenstein hingelegt und an dem würden wir gerne weiterarbeiten. Und da hast du ja schon auch das Signal gegeben, dass wir dich als Partner da im Boot haben. Und ich glaube, wir ziehen an gleichen Strängen und es freut mich einfach, wenn es angenommen wird, weil ich das erstmal so ein bisschen skeptisch gesehen habe. Wie mag das sein, wenn jemand zu Hause sitzt vorm Bildschirm und hier im Theatersaal singt der Künstler in einen leeren Saal rein? Ist ja auch schon eine sehr komische Situation, ehrlich gesagt. Also für mich kaum vorstellbar, wie sich das anfühlen mag, als Künstler auch. Aber wir hatten ja mit dem Tobias wirklich großes Glück und er hat das sehr charmant gemacht. Ja. Das war ja so ein bisschen Schwiegermutters Liebling, so, ne? Also ja, so ein bisschen schon. Und ich glaube, er ist super gut rübergekommen. Ja, und er hat die Leute natürlich auch direkt angespielt. Es geht ja auch so ein bisschen um Niederschwelligkeit. Also man will ja auf der einen Seite kulturelle Teilhabe ermöglichen, aber die Leute sollen ja auch mitgenommen werden. Und das Grundkonzept ist doch aber auch wirklich, dass die Familie wieder was gemeinsam machen kann. Absolut. Also das Konzept war ja wirklich in Präsenz. Wie heutzutage redet man ja von Präsenz und digital. Das hat man früher auch nicht gesagt. Ja. Man ist in ein Konzert gegangen und war in dem Konzert, ohne drüber nachzudenken. Und so war es oder ist es auch nach wie vor. Also die Idee, wie es sein sollte, dass die Menschen vor Ort sitzen und diese ganze Energie einfach in den Raum fließen darf. Also wir haben das erlebt mit einem Konzert in Starnberg, das war also wirklich irgendwie gänsehautmäßig, weil das Publikum so mitgegangen ist und damals die Künstlerin so ihren Text vergessen hat, das war sehr witzig und dann hat sie so gesagt, oh, ich glaube, ich habe meinen Text vergessen und das Publikum hat einfach weitergesungen. Ja, und damit war eine so tolle Atmosphäre geschaffen und sie ist auch ins Publikum rein und hat die Leute so mitgenommen und dann ging zum Beispiel ein Refrain super gut, dann hat sie gesagt, ach, jetzt singen wir den doch einfach nochmal, weil das so viel Spaß gemacht hat. Also das war ein ganz besonderes Erlebnis und das wünsche ich mir eigentlich, dass das wieder so sein darf und also, wieder sein muss irgendwo. Also das, was ich mir eigentlich von Musik im Kopf erhoffe, ist so ein bisschen, dass wir beides schaffen. Also der Vorteil in dem digitalen Rahmen war ja tatsächlich, dass wir ja, das können wir wirklich so sagen, dass wir ja auch Leute aus ganz Deutschland hatten, sogar aus meiner Heimat da oben, da Richtung Packeisgrenze in Schleswig-Holstein waren Menschen dabei. Gell? Und auf der anderen Seite hier natürlich aus der Umgebung, aus Stuttgart hast du gerade gesagt, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ein Wahnsinnsvorteil, ja. Der Nachteil ist natürlich, dass so diese Interaktion mit dem Publikum auch ein Stück weit fehlt. Ja, aber lieber das als gar nichts, denke ich mir. Und die Möglichkeit zu haben, so bekannt zu werden, also auch da eine Vision von uns ist, einfach deutschlandweit diese Konzerte anbieten zu können. Ja. In den Städten, vielleicht auch in den Landkreisen, weil die sind ja auch immer so ein bisschen benachteiligt. Ja. Die Menschen, die auf dem Land sind, haben nicht so viele Angebote, die sie wahrnehmen können. Also da sorgen wir oder wollen schon dafür sorgen, dass es für jedermann irgendwo zugänglich ist. Und dieses Digitale spielt uns jetzt eigentlich insofern in die Karten, weil wir können ja Werbung machen dafür, richtig, für Musik im Kopf. Und vielleicht haben viele schon zugehört im Digitalen und sagen, oh, jetzt habe ich gelesen, die kommen ja hier in meine Stadt, da möchte ich hin. Ja. Also das erhoffen wir uns ganz sehr damit. Und dass wir sogar als Hybridangebot, das ist ja unser nächster Plan. Das ist so der nächste Schritt, ja. Finde ich auch ganz spannend. Ein Publikum vor Ort und das andere, was zugeschaltet ist.
Die Gefahr ist ja immer, dass man, wenn man an so Hybrid denkt, dass man vielleicht auch so ein bisschen aber den Voyeurismus bei anderen Menschen so ein bisschen erweckt, die dann so sagen, ja hoffentlich rennt da jemand auf die Bühne und ist ein bisschen verrückt, so ein bisschen crazy. Das kann natürlich passieren, sowas. Ne? Und ich glaube aber, diese Peinlichkeit muss man auch ein Stück weit ablegen dann. Oder du hast von Fremdschämen gesprochen. Ja. Ja? Ist das schon mal bei einem dieser Konzerte passiert? Nein, ehrlich gesagt nein. Also ich war ganz überrascht, weil wir hatten das ja auch insofern noch nie gemacht. Und ich hatte schon so vor meinem ersten Konzert schon so ein bisschen Angst, was passiert denn da? Und wie gehen dann die Künstler damit um? Aber es war nie irgendwie der Fall, dass irgendetwas Peinliches passiert. Vielleicht wird das irgendwann in Zukunft mal passieren. Aber ich glaube, wenn man einem Künstler im Vorfeld sagt, wie es ist und dass das ja auch nichts Schlimmes ist. Ich habe mal einen Film gesehen, ich glaube sogar aus der Philharmonie in Essen. Da war auch dann das Konzert so halbwegs fertig und dann ist einer auf die Bühne gestürmt und hat sich so bedankt für dieses tolle Konzert. Also ich meine, ich glaube, das passiert den Künstlern sonst so auch nicht. Nee. Und wenn man als Künstler etwas entspannt damit umgeht, kann man ja auch als Künstler sehr viel mitnehmen und man kriegt es so ungefiltert und das finde ich eigentlich so schön. Ja. Normalerweise ist das Publikum ja so, man klatscht dann und dann und dann nicht und so wird halt geklatscht, wenn es schön ist. Vielleicht sollten wir uns da alle wieder in den Schreibtisch auf den Abstand nehmen. Vielleicht. Ich glaube, früher, die Opern waren ja auch eher so Volksfeste. Volksfeste. Und da wurde richtig geklatscht und auch ausgebuht. Also da war sehr viel mehr Stimmung. Vielleicht ist das eine Richtung, die wir... Da gab es zu essen und zu trinken. Gell? Die haben sich ihren Korb gepackt und haben das mitgenommen und haben das gelebt. Das ist ja eigentlich auch das Schöne an Kultur. Also wir sind manchmal so ein bisschen versucht, Kultur immer in einen Rahmen zu packen, den wir in Hochkultur und auch irgendwas anderes so einteilen. Und letzten Endes, wenn man es runterbricht, geht es natürlich häufig um Auseinandersetzung mit Themen, aber es geht auch irgendwo um ein Stück weit um Unterhaltung. Und ich finde, gerade Familien, die das vielleicht sonst nicht mehr können, auch vielleicht nicht mehr gemeinsam erleben können, für die ist es eine ganz gute Geschichte. Eine Chance, oder? Also da ist so ein bisschen absolut einfach nochmal gemeinsam auch was zu erleben. Ja. So, ja. Die Frage ist, inwieweit werden dann Familien vielleicht auch als Ganzes, wenn sie ein Familienmitglied haben, was sich nun sozusagen aus der realen Welt auch Stück für Stück verabschiedet, inwieweit werden diese Familien auch stigmatisiert? Vielleicht auch in der Nachbarschaft, gibt's da so Dinge, wo man sagt, oh Gott? Passiert sicher. Also wir erleben das schon auch in unseren Coachings, dass da Menschen sagen, ja, die reden nicht mehr mit mir oder haben ein Problem damit oder sind so... Ich glaube, die Menschen haben eher Angst, wie gehe ich jetzt mit so jemandem um oder mit so einer, mit dieser Andersartigkeit. Ja. Ich kenne das nur, wenn auch ein Name zum Beispiel, weil wir es ja vorhin hatten, macht einen ja auch ein Stück weit anders als die anderen. Und Menschen wissen oft nicht, wie sie einen ansprechen sollen. Und genauso geht es mit einer Erkrankung. Wie rede ich den an? Rede ich den ganz normal an oder muss ich jetzt besonders aufpassen? Oder ja, so. Ich glaube, es ist eine große Unsicherheit oft da, die es vielleicht gar nicht so braucht. Ja, das erleben wir hier auch. Ne? Also wir haben ja hier auch diesen Kontakt zu KBO und wir möchten natürlich auch, dass erkrankte Menschen hierher kommen. Und da gibt es natürlich auch manchmal so Berührungsängste. Genau. So. Und ich glaube, die kann man durch solche Arbeit, wie du sie machst oder wie ihr sie macht, auch einfach ein bisschen... vielleicht auch ein bisschen entschärfen, diese ganze Situation. Nun hat ja auch die Corona-Pandemie für diese Familien was bedeutet. Also bisher konntet ihr euch treffen, das ging jetzt alles nicht mehr. Ich stelle mir die Situation für Menschen schwierig vor, die eine demenzielle Erkrankung haben und in einer Einrichtung sind, vielleicht in einem Heim, und dann teilweise gar keinen Besuch bekommen. Irgendwie möchte ich mir das gar nicht so wirklich vorstellen, weil es muss so grauenvoll sein, weil man kann es ihnen ja nicht wirklich erklären, was da draußen vor sich geht. Die begreifen das oft nicht, verstehen auch nicht mehr, warum die Angehörigen nicht mehr kommen können. Jetzt haben sich, glaube ich, viele Einrichtungen auch damit geholfen, dass sie über Laptops oder über iPads oder so versucht haben, Kontakt visuell auch aufzubauen. Ja. Aber ich glaube, es ist sehr schwer für einen Demenzerkrankten zu unterscheiden, wer ist denn das jetzt da auf diesem Bildschirm? Der sieht vielleicht so aus wie mein Verwandter, Bekannter, aber wieso ist denn der jetzt da und nicht hier? Also so dieses, nicht spüren können, nicht umarmt werden können. Und das ist ganz wichtig, die körperliche Nähe bei Demenzerkrankten. Also Worte verschwinden, aber Emotionen verschwinden nicht. Und Berührungen
ist ein ganz wichtiger Teil, den sollte man so lange wie möglich erhalten lassen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ganz schrecklich ist. Und wenn die auch auf ihren eigenen Zimmern essen müssen. Ja. Also soziale Isolation ist mit das Schlimmste, was man einem Erkrankten antun kann. Ist ja auch die Frage, wie gehen die Familien damit um, wenn sie zu ihrem... Die dürfen nicht oder nur durch eine Scheibe. Ja. Und ich glaube, das verstärkt die Not noch mehr. Ich glaube, da ist ganz viel Leid in den Familien passiert. Was noch gar nicht die Oberfläche... Das wird vielleicht kommen auch so. Wahrscheinlich. Ne? Ich hab heute mit meinem Cousin, der lebt in Südfrankreich, telefoniert. Und der sagte eben halt, naja, in Frankreich hat man versucht, diese Kontakte aufrechtzuerhalten. Mhm. Also zwischen den Menschen ein Stück weit. Wie haben die das gemacht? Ja, so Einrichtungen. Sie haben versucht, auch Schulen offen zu lassen und sowas, weil man eben Angst auch vor den sozialen Folgen hatte. Und das werden wir, glaube ich, in Deutschland, das werden wir hier noch spüren auch, was das mit uns gemacht viele hat. Viele psychische Probleme werden noch auf uns zukommen. Ja, wobei, witzigerweise haben wir ja hier auch das Gespräch mit Professor Brieger gehabt und da war die Frage, haben wir einen großen Ansturm auf die Psychiatrien erlebt? Oder gibt es da ist die Selbstmordquote zum Beispiel deutlich signifikant gestiegen? Ja? Und das hat man witzigerweise noch nicht oder vielleicht auch zum Glück. Vielleicht sind diese Zahlen einfach auch noch nicht in die Öffentlichkeit geraten. Genau, noch nicht wirklich validiert. Ja, also ich mache mir da auch schon Sorgen, auch mit Blick natürlich auf die Kultur, was das mit den Menschen gemacht hat, diese Entfremdung, die da auch sozial stattgefunden hat. Dein Vater, jetzt kommen wir doch nochmal wieder kurz zur Familie zurück, Johann Georg von Hohenzollern, war Kunsthistoriker, hier für die Bayerische Staatsgemäldesammlung als Generaldirektor verantwortlich, nachher auch in der Hypo-Kunsthalle. Genau. Damit hat ja Kultur bei euch in der Familie sicherlich eine große Rolle gespielt, kann ich mir vorstellen. Kultur an sich, oder ist das vielleicht ein Irrglaube? hat das vielleicht auch eher dafür gesorgt, dass man so eine Art Gegenreaktion angetreten hat? Ja und nein. Also es hatte so beides irgendwie. Mein Vater war wahnsinnig toll, es anderen Menschen rüberzubringen. Mhm. Und die hingen wirklich so an seinen Lippen. Mhm. Und auch in der Familie selber war das so ein bisschen schwierig. Mein Vater ist sehr, sagen wir mal, geschichtlich sehr bewandert und also ich habe da einfach große Lücken und habe wahnsinnig schlechte Geschichtslehrer auch damals gehabt. Ja, ich schiebe es jetzt echt ein bisschen auch dahin, weil man kann Geschichte so oder so beibringen und ich hatte wirklich grottenschlechte Geschichtslehrer. Ja. Und mein Vater versuchte uns dann immer irgendwie beim Abendessen Geschichte beizubringen und hat dann so im Nachgang so dann so eine Stunde später so Sachen abgefragt. Vor ins Bett gehen. Es herrschte dann Stille. So, also sowohl meine Geschwister als auch ich hatten echt unsere Probleme. Aber Musik und so, doch, das hat er schon weitergegeben, ob ich selber kein Musikinstrument spiele, aber so diese. Ich gehe wahnsinnig gerne in Konzerte und jetzt auch über meinen Mann, der sehr gerne in Opern geht, da hat er mich rangeführt. Mhm. Ich habe nicht so das Sitzfleisch, das ist mein Problem. Also eine Oper über 5 Stunden ist für mich echt eine Herausforderung. Ja, und auf den Sitzen von Bayreuth allemal. Da war ich mit meinem Vater zweimal und einmal werde ich es nie vergessen, mit einem Hexenschuss. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ja. Es war wirklich so, es war eine Herausforderung, aber... Wie glaubst du, dass sich die kulturelle Landschaft so nach dieser Corona-Pandemie verändern wird? Was wird anders sein? Das ist wirklich eine Frage, wo ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich wünsche mir natürlich, dass wir back to normal gehen, was auch immer das heißen mag. Da bist du wahrscheinlich noch eher mit Infos versorgt als ich. Ich bin ja auch noch zusätzlich Präsidentin oder Vizepräsidentin von der Konzertgesellschaft, die mein Vater auch vor Jahren, also vor über 30 Jahren gegründet hat hier in München, um junge Musiker zu unterstützen, denen Auftritte zu ermöglichen, Bach zu unterstützen. Mhm. Genau, und die tun mir einfach leid, weil wir können nichts mit denen machen. Mhm. Es ist auch so diese Unsicherheit, was ist machbar? Also man ist so... Man kann nicht mehr planen und ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder besser wird. Ich weiß nicht, zu welchen Bedingungen wird es jemals wieder so sein dürfen. Ja. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß es nicht.
Meine Befürchtung ist immer, dass bei den Leuten was im Kopf hängen geblieben ist. Ja, geh nicht in geschlossene Räume, halte dich von anderen Menschen fern. Und ich finde immer, so ein Theaterbesuch, Konzert, Oper, lebt ja von vielen Begegnungen auch. Gell? Und wir haben vorhin über den Tobias gesprochen, der hier das Konzert gesungen hat, von Musik im Kopf. Und ja, der hat es natürlich toll überspielt, aber letzten Endes trägt natürlich das Publikum auch immer denjenigen ein Stück weit auf der Bühne. Ja, das Publikum ist letztendlich der Spiegel, oder? Ja. Und ohne Spiegel tun wir uns schwer. Wie kommen wir an? Was macht uns aus? Uns geht es ja auch so, wir brauchen immer ein Gegenüber, der uns spiegelt, wie wir sind. Und das wünsche ich den Künstlern, dass die das wieder erleben dürfen, dass die getragen werden durchs Publikum. Ja, ich hoffe ja, dass wir so ab Juni in diese Phase geraten. Ja. Und dass der Herbst uns dann vielleicht schon ein bisschen in Ruhe lässt. Schön wäre es, ja. Lass uns mal ein Jahr nach vorne schauen, in den Mai 2022. Dann haben wir hoffentlich einen Großteil dieses Jahres von dieser Pandemie hinter uns gelassen. Das haben wir natürlich letztes Jahr 2020 auch schon gedacht. Ja. Lass bloß 2021 kommen, wird schon alles gut. Na, denken wir jetzt mal an 2022. Davon abgesehen, dass ich hoffe, dass wir uns in der Zwischenzeit sowieso und dann sowieso immer weiter begegnen werden, frage ich mich, was wünschst du dir jetzt in diesem einen Jahr für die Sideria Care? Du meinst es bis 2022? Ja, erstmal so, wenn man so ein Jahr nach vorne guckt. Also ich habe... Also es ist schon sehr viel in Erfüllung gegangen, trotz Pandemie oder vielleicht gerade deswegen, ich weiß es nicht. Wir haben unglaubliche Menschen kennenlernen dürfen, ganz viel Unterstützung erfahren dürfen von Menschen, die es gut mit uns meinen. Da bist du auch einer davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotz der Pandemie haben wir uns vernetzen können. Ja. Und das wünsche ich mir natürlich, dass diese Vernetzung, die jetzt zum Teil per Zoom oder Teams stattgefunden haben, dann auch im Reellen stattfinden können, weil es ist schon nochmal ein Unterschied. Also das Leben findet statt. Das Leben findet statt, genau. Und soll ja auch stattfinden. Ja. Also ich wünsche mir wieder Begegnungen, also wirklich, Begegnungen. Gibt es so neue Projekte, die dir schon im Kopf umschwirren, wo du sagen würdest, boah, das wär's? Mhm. Also eins soll jetzt im Oktober stattfinden, das ist auch so ein Wunsch von mir. Ich möchte ein Benefits-Golfturnier starten. Habe jetzt einen Golfplatz gefunden, der ist leider nicht in Deutschland, sondern in Österreich, was auch immer ganz spannend ist. Die sind da etwas entspannter mit der Situation. Ja. Und eigentlich das Tolle daran ist, ich möchte, dass Menschen mit Demenz mitspielen. Mhm. Also ich möchte nicht ein Benefizkonzert, so ein Füreinander, sondern ein Miteinander. Es soll ein schöner Tag sein und Golf hat ja schon wahnsinnig viel Potenzial, um die Ressourcen eines Demenzerkrankten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Es hat eine soziale Komponente, es hat eine sportliche Komponente, man ist in schöner Natur. Und ich glaube, das sind einfach so vier Faktoren, die extrem gut sind und das möchte ich auch raustragen. Also auch in die Gesellschaft reintragen, dass ein Miteinander für uns alle was Gutes bedeuten kann. Und wir können alle miteinander lernen und müssen das. Und ich freue mich darauf. Ich bin mal gespannt, ob da welche mitspielen. Ich weiß es nicht. Von den Demenzerkrankten. Mhm. Wir wollen sie ja nicht bloßstellen, sondern wir wollen ihnen eigentlich... Wir wollen allen vorführen. Nee, gar nicht. Ja. Überhaupt nicht. Mal schauen. Ja. Es ist ein Testballon, den ich starte und mal gucken, wie es uns damit geht. Muss man genauso sein wie mit Musik im Kopf digital. Auch das wird klappen. Was wünschst du dir für das kulturelle Leben für uns in Deutschland wieder zurück? Ja, dass einfach wieder, dass die Musiker wieder auftreten dürfen. Also, oder auch Künstler, Schauspieler. Wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses Miteinander. Sie sind in diesen Berufen und sind sowas von ausgebremst worden, wie keine andere Berufsgruppe, glaube ich. Und das haben die überhaupt nicht verdient. Also das Witzige ist, glaube ich, immer, dass unterschätzt wird, was das bedeutet, auf der Bühne zu stehen. Also das ist ja auch zuerst von den Kulturtreibenden nicht über Geld gesprochen worden, sondern eigentlich über Perspektiven, was können wir machen. Ja? Ich finde aber, dass sowohl Desideria Care als auch wir eins richtig gemacht haben. Wir haben uns nicht zurückgelehnt, haben nicht das Schild abgeschraubt und so getan, als würde es uns nicht geben, sondern wir sind in die Offensive gegangen. Es war so eine kleine Schockstarre erstmal da. Also das gebe ich auch zu. Ja. Und unsere Konzepte waren auch erstmal wieder in der Schublade und haben gesagt, nein, so geht es nicht, wir dürfen dieses Projekt nicht
in der Schublade verschwinden lassen. Weil wenn man dann zu lange wartet, glaube ich, dann fehlt einem auch so der Elan und das wieder aufzugreifen. Und da danke ich dir auch, dass du uns da so eine quasi die Krücke gegeben hast, wieder aufzustehen, um zu sagen, ja, uns gibt es und wir zeigen uns wieder, zwar in einer etwas anderen Form, aber ja, mit Erfolg, denke ich mal. Ich habe letzte Woche irgendwann gesagt, ich möchte mich 2022 im Mai hinsetzen und mal einen Strich unter die Pandemie machen und überlegen, was hat sie gekostet und was hat sie gebracht. Und ich bin gespannt, was das Ergebnis dieser ganzen Geschichte sein wird. Du meinst eine Positivliste? Ja. Das ist mal eine gute Idee. Und einfach mal zu schauen, was wird da netto sein. Auf der Haben-Seite ist auf jeden Fall der Kontakt zu euch, zu dir und deinen Mitstreiterin, der Isabel und auch der Anja, die ich kennenlernen durfte und die, glaube ich, auch ein tolles Team darstellen. Ja, ich bin denen so dankbar, dass die da mit an einem Strang ziehen und wir das einfach so viel Energie da reinstecken. Und ich glaube, das wird auch irgendwann belohnt werden. Also wir merken das schon. So die Früchte kommen schon so langsam. Ich danke dir für dein Kommen heute Abend. Es ist ja immer mit ein bisschen Vorspannen hier auch behaftet, weil wir leuchten und tonen und alles Mögliche machen müssen. Ich finde es toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir ganz herzlich. Dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auf alles, was da in Zukunft kommen wird. Ja, und Ihnen zu Hause vielleicht noch zwei, drei kurze Programmhinweise, was man hier heute so macht, gell? Morgen werden wir auch wieder auf YouTube streamen, nämlich unseren Feierabend im Netz. Normalerweise findet er hier statt, wo wir jetzt gerade sitzen. Das ist jetzt schon seit mehr als einem Jahr nicht möglich. Also da werden wir morgen Paul Stove hier haben, der mit einem neuen Programm kommt. Und am Sonntag wird dann Chat and Play wieder hier sein, unsere Impro-Theatershow mit dem Fastfood-Theater. Auch das ist eine dieser Geschichten, die sich völlig neu entwickelt haben und wo wir wirklich Wege gefunden haben, die Impulse auch von außen ins Theater zu holen. Funktioniert genauso gut wie Musik im Kopf. Da passt doch dieser blöde Satz, entschuldige, dass ich dich in deinem Abspann. Krisenchancen haben. Ja, natürlich. Und bedeuten. Ja. Und man muss sie nur aufgreifen und weitergehen. Wo wir gerade beim Aufgreifen sind. Beim Aufgreifen hat mir jemand geholfen, der immer so ein bisschen auch hinter dem Bildschirm verschwindet. Roland, vielen Dank auch wieder für heute. Aber er macht nicht nur Bild in Ton, sondern er hat diese ganze Geschichte mit mir hier gemeinsam getragen, schon vor einem Jahr. Also ohne solche Leute geht nichts. Also vielen Dank. Ja, danke. Einen schönen Abend nach Hause.